Klare Rollenverteilung beim Franken-Derby zwischen der Spielvereinigung Bayreuth und der U23 der Spielvereinigung Greuther Fürth. Die zweitplatzierten Oberfranken in Gelb und Schwarz können mit einem Sieg zumindest vorerst wieder die Tabellenführung erobern. Das kleine Kleeblatt hingegen wartet seit 4 Spielen auf einen Dreier und hängt mit 16 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz fest. Ein besonderes Spiel ist es für Bayreuths Coach Timo Rost, der zum 100. Mal für die Altstadt an der Seitenlinie steht und dabei auf sein Ex-Team aus Fürth trifft. Verzichten muss er dabei auf Kapitän Benedikt Kirsch, der nach einem Zusammenbruch letzte Woche gegen Rhein eine Pause bekommt. Und Bayreuth gibt von Anfang an das Tempo vor. Gleich in der 7. Minute hat Tim Dannhoff nach einem langen Ball die erste gute Gelegenheit für die Gastgeber. Doch der 24-Jährige kann den Pass nicht richtig kontrollieren und wird nochmal gestoppt. Und gleich die nächste Chance für Dannhoff. Diesmal läuft er alleine auf Gästekeeper Lasse Schulz zu, kann aber die Kugel erneut nicht im Fürther Tor unterbringen. In der 12. Minute ist es dann aber soweit. Dannhoff diesmal als Vorlagengeber mit einer schönen Flanke in den 5-Meter-Raum der Kleeblätter. Dort steigt Steffen Eder am höchsten und köpft die überfällige Führung für die Hausherren. Und die Oberfranken legten gleich nach. Wieder eine Flanke, wieder vom auffälligen Dannhoff. Diesmal ist Top-Torjäger Markus Ziereis der Abnehmer und köpft in der 19. Minute zur 2:0-Führung ein. Fürth lässt sich also zweimal auf die gleiche Weise düpieren und gerät früh in Rückstand. Auch in der Folge wird nur aufs Gästetor gespielt. Ziereis mit dem Seitenwechsel auf Daniel Steininger, doch dessen Abschluss kann von Schulz zur Ecke geklärt werden. 33 Minuten dauert es, bis die Kleeblätter das erste Mal eine Chance haben. Der Kopfball von Alexander Moratz landet aber über dem Kasten von Sebastian Kolbe. Bayreuth lässt es in der Folge ruhiger angehen, hat aber weiterhin alles im Griff, sodass es mit dem 2:0 in die Kabinen ging. Die zweiten 45 Minuten lassen sich dann eigentlich mit einem Wort zusammenfassen. Ereignisarm. Bayreuth kontrolliert Ball und Gegner und die Fürther sind offensiv viel zu harmlos. In der 75. Minute machen die Hausherren dann den Deckel drauf. Der eingewechselte Tobias Stockinger legt eine Hereingabe von Kapitän Ivan Knesewitsch schön ins lange Eck und lässt Schulz keine Chance. Den Schlusspunkt setzt dann noch Anton Makarenko in der 83. Minute. Nach schöner Vorarbeit von Cemal Kaymaz trifft der 33-Jährige zum 4:0 Endstand. Das war richtig gut. Wir haben uns heute super Chancen herausgearbeitet und dann die auch verwertet. Wir müssen zwar früher das Dritte machen, aber insgesamt war es richtig, richtig gut, was wir gerade an Chancen herausgespielt haben und die sie halt auch verwertet haben, also top. Man merkt halt den Unterschied, wenn man unten drin steht, dann fehlt in gewissen Situationen der Mut, die Sicherheit und kriegen halt dann mit 4 individuellen Fehlern die Gegentore, was dann halt auf einfach gegen Tabellenführer dann einfach zu viel ist und dann einfach ärgerlich, dass wir uns dann selbst nicht irgendwie für den Aufwand belohnen konnten. Damit gewinnt Bayreuth das Franken-Derby souverän und kann zumindest kurzfristig wieder an den Bayern-Amateuren vorbeiziehen. Die Abstiegssorgen der U23 der Spielvereinigung Greuther Fürth werden dagegen immer größer.